Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Samstag, dem 20. Januar 2024. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wenn wir über die Nachtlese nachdenken. Die Nachtlese ist aus der Apostelgeschichte genommen, einem Reisebericht. Und zwar erzählt er über die Missionierung, die Anfänge der Missionierung der ersten Christenheit. Es geht um Paulus und Barnabas. Sie sind unterwegs im Umfeld von Antiochia und versuchen dort Menschen zu erreichen mit ihrer Predigt. Und da wird uns berichtet, dass sie einer schweren Probe erlegen sind, nämlich Paulus wird gesteinigt und wird hinausgeschleift aus der Stadt. Und da steht er auf und geht wieder in die Stadt. Es ist unglaublich, was da erzählt wird. Er hat eine Steinigung überstanden, überlebt und nun macht er sich mit Barnabas auf, um im Umfeld von Antiochia den Menschen zu predigen. Und er predigt, dass wir noch durch viel Trübsal müssen und dass wir noch Großes bestehen müssen. Die Leute gehen in die Buße, wenden sich an Gott und richten ihr Leben neu aus. Und so zieht er von einem Ort zum anderen und am Schluss kommt er dann wieder nach Antiochia, dort wo die Schiffe ablegen, im Norden Israels. Und da bekommt er einen Bericht von jenen Christen, denen er auch schon gepredigt hat, wie sie selbst jetzt Gott erlebt haben, wie sie seine Gnade erfahren haben und wie sie seine Führung im Leben wahrgenommen haben. Das ist eine unglaubliche Freude für diese beiden und wir können uns vorstellen, was es heißt, wenn man zurückkommt und hört, dass den Menschen nicht nur der Glaube wichtig ist, sondern dass sie sogar Gottes Handeln im Leben gespürt haben. Diese große Geschichte erzählt vieles. Sie erzählt erstmal, dass Gott uns durch ganz schwierige Situationen hindurch lotst und dass er bestimmt, wann unser Ende gekommen ist und dass man sogar eine Steinigung überleben kann, wenn Gott es will. Wir brauchen uns also nicht zu fürchten und das sehen wir an Paulus. Und wichtig ist es zu sehen und zu erkennen, dass die Menschen nicht nur hören, sondern dass sie sich neu ausrichten, dass sie Buße tun. Das wäre so wichtig in unserer heutigen Zeit, dass Menschen erkennen, wir müssen umkehren, wir müssen Buße tun, wir müssen uns an Gott wenden, damit wir in dieser Trübsal eine Neuausrichtung bekommen, dass wir Hilfe bekommen und dass Gott uns führt. Ja, und dann am Ende brauchen wir uns auch nicht zu sorgen, dass unser Wort, das wir draußen verkündigen, nicht Frucht trägt. Gott sorgt dafür und er lässt uns sogar Dinge erleben, so wie Paulus und Barnabas, dass wir am Ende sehen, dass Menschen den Weg gefunden haben und dass alles, was wir im Auftrage Gottes tun, nicht umsonst ist. Ein wunderbarer Text und eine wunderbare Hilfe für unsere Zeit heute, dass wir sehen, wir brauchen uns vor nichts zu fürchten. Es ist wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen und wir werden sehen, dass es nicht umsonst ist. Gott sorgt dafür. Er findet seine Wege und Möglichkeiten, dass die Leute hören, umkehren und sich neu ausrichten. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Ich wünsche uns eine angenehme Nacht mit so viel Hoffnung. Und ich wünsche uns Kraft, dass wir wie Paulus und Barnabas uns vor dem Dunkeln nicht fürchten und nach draußen gehen und dieses Evangelium verkünden. Schlafen Sie gut, erholen Sie sich gut, träumen Sie was Schönes. Eine gute Nacht wünscht Ihnen Reini aus den Nachtgedanken. Musik.